Ich heiße Martina Reps und komme aus Tel Amelis und ich arbeite für das Landesamt für Archäologie und Denkmalpflege, Weimar, auf Ausgrabungen hier in Südthüringen. So, wir sind hier im Bürgerhaus von Tel Amelis und wir haben heute unsere Vortragsreihe fortgesetzt, die hier in Tel Amelis läuft über die Touristinformation. Und heute ging es um unsere Ausgrabungen in den Jahren 2012 bis 2014. Hier war Ziel, Bürger der Stadt Tel Amelis und der Umgebung mit einzubinden in die Grabungsarbeiten, auch Laien. Das waren keine Archäologen, das waren einfach alles Laien. Alles, was über 16 war, eine Schaufel und eine Kratze halten konnte und gerne draußen in der Erde gewühlt hat. Also wir haben hier in Tel Amelis ausgegraben von 2012 bis 2014, also eine ehrenamtliche Grabung, ein öffentliches Ausgrabungsprojekt und eine Grabung, die über das Landesamt gelaufen ist und auch andere Grabungen in Südthüringen. In Form kann man diese Pfeilspitzen vergleichsweise genau datieren. Die gehören in die zweite Hälfte des dritten Jahrtausends vor Christus. Bitte mal die nächste Folie. In die Zeit des sogenannten Endneolithikums. Und im Endneolithikum sehen wir mal eine großräumige Verbreitungskarte dieser Zeit. Mit zu den ältesten Bodenfunden überhaupt aus dem Thüringer Wald gehört. Wir kennen also kaum ältere Bodenfunde aus diesem höher gelegenen Mittelgebirgsbereich. Grabungen hier in Tel Amelis haben mit jedem Spatenstich neue Erkenntnisse gebracht zur Stadtgeschichte. Also wir haben hier wirklich in dem Herzen von Zella, die Zella St. Blasi, den alten Klosterhof, Teile des alten Klosterhofs ergraben können. Unter anderem Gebäudefundamente, eine Glockengussgrube und auch Nachweise von mittelalterlichen und spätmittelalterlichen Eisenverhüttungsprozessen. Also jetzt ein ganz, ganz großer Sprung in das 16. Jahrhundert, in die zweite Hälfte des 16. Jahrhunderts. Sie sehen hier so ein Bruchstück einer sogenannten Siegburger Schnelle. Schnelle ist eine Bezeichnung einer Gefäßform. Sie können auch Humpen sagen. Was für uns natürlich besonders ist, dass wir zum ersten Mal in Tel Amelis zusammenhängend größere Flächen archäologisch untersuchen konnten. Und überraschend war für uns natürlich die Komplexität der Befunde, die vom 11. 12. Jahrhundert bis ins 17. 18. Jahrhundert reichen. Absolutes Highlight, was die Befunde anbelangt, ist die sogenannte Glockengussgrube, die wir neben Breitung zum ersten Mal eigentlich in Südthüringen archäologisch nachweisen konnten. Hinten hoffe ich zumindest erkennen, einen Osmanen zeigt, einen Mann aus dem osmanischen Bereich, mit diesem Turban und mit diesem Krummsäbel. Die Datierung ist ungefähr um 1700, das ist natürlich auch die Hochzeit der Auseinandersetzung mit den Türken. Sie kennen alle das Datum aus dem Schulunterricht, 1683, die Türken vor Wien. Und so wie es im Moment aussieht, nach dem jetzigen Forschungsstand, können wir den Standpunkt der Zella St. Blasi mit der Klosterkirche und anderen Klostergebäuden nachweisen und auch, dass Eisenverhüttung hier im Herzen der Stadt stattgefunden hat im 16. 17. Jahrhundert. Sag ich mal, wie die Presse gegangen ist und das mittlerweile ja auch als Naschwerk verkauft wurde, wirklich ein sehr, sehr schönes Stück, dieser Jesusknabe aus Ton, der als devotional hier gedient hat, möglicherweise auch im Rahmen einer Krippe eine Funktion hatte, in die Zeit um 1500 datiert. Also in Zella an sich war das Highlight eigentlich diese Glockengussgrube, weil wir das Glück hatten, in Südthüringen im gleichen Jahr zwei dieser eher seltenen Befundgattungen auszugraben, einmal in Breitung, Herrenbreitung und dann gleich darauf folgend hier in Zella. Ja, stellvertretend für den recht umfangreichen Bestand an Fundmünzen, die zum Teil auch noch gar nicht restauriert sind, aufgearbeitet sind. Hier mal eine Münze aus der Grabung Hauptstraße von diesem Jahr, die bereits schon restauriert ist. So kommt natürlich eine Münze nicht aus dem Boden. Die ist jetzt wieder bereits restauratorisch, konservatorisch behandelt. Und was ganz interessant ist, diese Münze hat auch damals einen recht beträchtlichen Wert gehabt. Das war also kein Kleingeld. Das heißt, derjenige, der diese 24 Mariengroschen verloren hat, der hat sich mit Sicherheit mächtig geärgert, weil das war ein beträchtlicher Wert. Die Münze ist 1732 im Herzogtum Braunschweig-Lüneburg geprägt worden. Ist das sozusagen die innere Begeisterung auch für die Archäologie? Ich denke schon, nach 20 Jahren Berufserfahrung bringt mir das schon ein bisschen mit. Also ohne das geht es nicht. Okay. Wie in jedem anderen Beruf auch. Bei den Grabungen von Herrn Seifert in der Hauptstraße zutage gekommen, ist auch bereits wieder restauriert. Das war jetzt für mich auch so ein bisschen die Voraussetzung, Ihnen hier einige Funde zeigen zu können. Vieles ist noch nicht restauriert, wird bei uns in Weimar in den Werkstätten in den nächsten Wochen und Monaten dann restauratorisch behandelt. Es gibt auch jede Menge Eisenfunde, da steckt mit Sicherheit auch noch sehr, sehr viel drin, aber Eisen ist in der Regel natürlich unrestauriert, sehr undankbar, unscheinbar.